Der Wandel kommt, das ist hundertprozentig. Wenn wir in 5 oder 10 Jahren hier sitzen und es ist passiert, dann werden wir sagen, damals haben wir es gesagt. Und deswegen sollte jeder einfach mal nachdenken, kann das sein, was der Markt da sagt oder der Felix sagen? Und ja, ich spüre das auch. Dann macht bitte was. Wenn ihr nur den leisesten Zweifel daran habt, dass da draußen was aus den Fugen gerät, dann werdet bitte aktiv. Und wenn ihr es erkannt habt, wenn ihr die Matrix verlassen habt, dann bitte werdet Multiplikator. Versucht so viele Menschen oder Seelen zu retten, wie nur möglich. Hey, hallo zusammen zu einem neuen Interview. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Felix van Frieden. Mein Gast heute, Marc Friedrich. Marc ist Honorarberater, Bestseller-Autor, hat jetzt 7 Bestseller in Folge geschrieben. Vordenker, der eine Bestseller, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren. Ganz, ganz dickes Buch. Werden wir heute darauf eingehen. Sehr, sehr cool. Du hast einen YouTube-Kanal mit über 451.000 Abonnenten, hast einen großen Instagram-Kanal, bist sehr, sehr wirksam gerade, machst viele Interviews, machst viele Videos und dein Ziel ist es, die Menschen aufzuklären, dass sie finanziell unabhängig sind, eine finanzielle Intelligenz entwickeln und wirklich, ja, frei sind in dem Sinne. Also, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Marc. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Was war bei dir im Leben der Punkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt erstmal selber finanziell frei werden und dann auch andere dabei unterstützen? Du hast jetzt auch gerade eine unabhängige Investmentplattform aufgemacht, den Friedrich Report, wo du wirklich die Menschen unterstützt, wo du ihnen Tipps gibst. Und das ist ja so ein großes Feld. Die Börse, Aktien, investieren, und dann gibt es Ja. Rohstoffe und das ist so groß. Wann ging das bei dir los, dass du gesagt hast, es ist einerseits wichtig für meine Unabhängigkeit und dann auch der Schritt, okay, jetzt will ich anderen Menschen dieses ganze Wissen vermitteln. Ja, wahrscheinlich schon im Bauch meiner Mama, weil ich bin, wie man es vielleicht hört, Schwabe, ne? Und den Schwaben wird ja nachgesagt, dass sie mit Geld gut umgehen können. Und bevor ich auf der Welt war, hatte ich schon Bausparvertrag, Sparbüchle bei der Sparkasse und wahrscheinlich schon die erste Goldmünze irgendwo liegen. Und ich habe mich schon immer für das Thema interessiert, ne? Also es war schon immer Thema irgendwie Sparer, spare, Häuslebauer, ne? Da habe ich 5 Mark von der Oma bekommen und hat immer gesagt, ja, also 1, 2 Mark darfst du ausgeben. So alt bin ich schon. Aber 3, 4 Mark kommen ins Sparschweinle. Ja, und genau das habe ich gemacht, bin dann auch jedes Jahr tüchtig im Oktober zum Weltspartag gegangen, habe dann meine Sparschweine geschlachtet und gespart und habe ich auch gesehen, aha, da passiert was. Damals gab es noch Zinsen und dann hatte ich Wirtschaftsabitur, da wurde ich relativ früh mit 16 schon an die Börse herangeführt, weil wir da einen sehr passionierten Lehrer hatten. Und dann habe ich diesen ganzen Boom mitbekommen, also neue Markt, Ende der 90er Jahre und natürlich auch das Platzen dieser Blase. Und seitdem habe ich so eine Affinität entwickelt, weil ich gedacht habe, okay, irgendwie, es gibt immer wieder diese Boom und Busts, also diese Spekulationsblasen und dann diese Crashs, wie kann man die umgehen? Und habe mich damit beschäftigt. Und dann war ich aber auch noch 2001, war ich in Argentinien und habe dort den Staatsbankrott der argentinischen Regierung live und hautnah miterlebt. Und das hat mein ganz komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause und habe dann alles in Frage gestellt, habe viele Bücher gelesen, habe mit vielen Menschen gesprochen, bin sozusagen autodidaktisch zu dem Thema gekommen. Und habe dann mein Vermögen komplett neu strukturiert und habe dann angefangen, diese Passion zu entwickeln, die ich vorher schon hatte, aber da dann richtig. Und es ging dann sehr, sehr gut und habe dann auch 2006 in den USA gelebt und habe dann erkannt, dass da eine riesen Immobilienblase auf uns zukommt. Bin dann nach Hause, nach Deutschland, habe die Menschen gewarnt, schon frühzeitig. Die haben damals nur den Kopf geschüttelt, ungläubig. Aber als es dann passiert ist, 2008, haben sie sich irgendwie erinnert, da war noch so ein verrückter Schwabe, der hat uns doch genau vor dem gewarnt. Den müssen wir mal kontaktieren. Und dann hatte ich schon eine Honorarberatung und dann ist es explodiert. Weil am Anfang habe ich nur Freunde, Bekannte und Familienmitglieder irgendwie beraten, dann die ersten Kunden und dann natürlich mit den eingetroffenen Prognosen, das haben sie mir die Türe eingerannt und das eigentlich kontinuierlich. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, ich will jetzt das Ganze mal aufs Papier bringen, die Krisen, habe dann 7 Bücher geschrieben und halt sehr viele richtige Calls gemacht, viele Kunden finanziell unabhängig gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, sobald du finanziell unabhängig bist, kannst du ganz anders leben. Ne? Es geht nicht irgendwie darum, Lambo zu fahren, sondern es geht um diese Freiheit,
dass du deinen Tag gestalten kannst, dass du spirituell dich weiterentwickelst, dass du das Beste aus dir herausholst, dass du Gutes tust und dir auch Gutes widerfährt und so weiter. Und das ist mein Antrieb, weil ich glaube einfach, wir können in einer viel besseren, gerechteren, menschlicheren Welt leben, wenn wir alle diesen Freiraum haben und nicht diese Existenzängste haben, nach dem Motto, wie zahle ich die Miete? Kann ich die Kinder überhaupt ins Schullandheim schicken? Wann, was mache ich mit der nächsten Tankrechnung? Komme ich tanken nur für 10 Euro? Weil das habe ich gerade noch. Und diese Ängste müssen uns genommen werden, weil die meisten da draußen leben in Angst. Und Angst ist einfach ein Hemmschuh. Und deswegen glaube ich, dass das Geldsystem das Wichtigste ist, was jeder verstehen muss. Und das ist meine Intention, weil ich glaube, dann würden wir in einer besseren Welt schon morgen leben, wenn das jeder verstehen würde und danach agieren würde. Super. Ja, du hast jetzt gerade spirituell weiterentwickeln angesprochen. Wir haben jetzt hier ein Publikum, was auch sehr spirituell ist. Und ich habe Oh, hallo. auch. Sehr gut, weiter so. Weiter so sehr, ja. Und ich habe auch, da, ich weiß, da existieren ja ganz viele Glaubenssätze. Und unter einem Glaubenssatz, der da kursiert ist, Geld ist schlecht, Geld ist die Wurzel allen Übels und so weiter. Ich habe das selber auch lange geglaubt. Und habe tatsächlich vor einiger Zeit, noch vor ein paar Jahren, ein paar Jahre gratis gearbeitet, bis zur vollkommenen Pleite. Und als diese Pleite war und ich gesehen habe, hey, da sind meine beiden Kinder, meine Familie, die ich ernähren muss. Und ich habe irgendwie gedacht, ich könnte das so durchziehen. Irgendwie ein bisschen Spenden kommen rein, alles ist so im Flow und so, irgendwie völlig auf so einer Wolke schwebend. Habe ich gesehen, als ich dann pleite war und die Rechnung nicht bezahlen konnte, es geht überhaupt nicht so weiter. Und ich muss diese materielle Welt annehmen. Und ich muss die auch irgendwo meistern. Und du musst da reingehen. Und deswegen bin ich auch so froh, jetzt mit Menschen wie dir zu sprechen, weil du das auf jeden Fall auf dieser Ebene gemeistert hast, auf der einen Seite und auf der anderen aber auch an dieser spirituellen Entwicklung interessiert bist und auch wunderbare Interviews machst und auch aufklärerisch unterwegs bist. Das heißt wirklich ganz großen Dank an deine Arbeit an dieser Stelle. Wow. Weil ich ganz rot, hör auf jetzt. Nee, aber du, die Sache ist ja, ich kenne, ich meine, ich komme aus einer, ja, Subkultur. Ich bin früh in Berührung gekommen mit spirituellen Themen aus Eigeninteresse, weil ich sehr neugierig bin. Anthroposophie, Waldorfschule etc., pp., Hippies und so weiter, Punk aus der Punkerszene auf jeden Fall, und bin frühzeitig schon Vegetarier gewesen und war sogar schon mal vegan, als es noch gar nicht trendy war und noch alles scheiße geschmeckt hat. Aber Fakt ist, wir selber sind materiell. Und zu denken, dass wir jetzt irgendwie hier in so einer feinstofflichen Welt leben können, wir müssen das Materielle annehmen, weil wir sind auch materiell und das Materielle ist nicht schlecht. Geld ist nicht grundlegend schlecht. Es kommt darauf an, was du damit tust. Du kannst unglaublich Gutes damit tun, weil es ist lediglich eine Energie, weil du, ich, die Zuschauer, wir alle investieren das wertvollste, raste, was wir besitzen, nämlich unsere Lebenszeit, um Geld zu verdienen. Und das ist dann eigentlich nur gespeicherte Lebenszeit in Form von Geld. Und dann muss ich überlegen, was mache ich damit? Ja, also meine Kinder sollten die beste Bildung genießen. Ich will mich weiterentwickeln. Ich tue Gutes. Ich spende was und so weiter. Das ist ja unvoreingenommen. Aber so was Böses zu sagen, hier, der Kapitalismus ist schlecht und so weiter, das ist nur dann Argument von denjenigen, die euch versklaven wollen. Und deswegen versucht das System zu verstehen, weil Henry Ford hat mal gesagt, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Und ich glaube, gerade spirituelle Menschen sollten sich explizit um den Mammon, den schnöden Mammon kümmern, ums Geldsystem, weil dann können sie ihre Spiritualität viel besser ausleben und auf irgendwelche Yoga-Retreats nach Indien gehen, weil dann ist es kein Problem. Da musst du irgendwie schnorren oder irgendwie irgendwo arbeiten für kleines Geld und Avocado pflücken, damit du irgendwie 2 Wochen lang dich dehnen kannst. Ja, du hast ja was ganz Wichtiges gesagt. Es ist ein Argument von denjenigen, die euch versklaven wollen. Und wie kann man das sehen? Also in meinen Augen ist es manchmal so, dass ich denke, okay, wenn es ja diese Machtelite da gibt und dann sehen die, okay, das sind so spirituelle Menschen auf der anderen Seite und die wollen frei sein, die wollen sich ausleben, die wollen ihre Gaben, ihre Talente in die Welt bringen. Was können wir machen, damit die möglichst wenig Macht haben? Und wenn die dann jetzt sagen, okay, wir projizieren wir so ein paar Glaubenssätze, dass Geld der Wurzel allen Übels ist, und dann schaffen wir es irgendwie, dass die spirituellen Menschen das glauben, dann sind die zwar auf einer Ebene mächtig, auf der Meditationsebene, aber in der realen Welt machen die kaum etwas und kommen kaum in die reale Handlung. Und dann bleibt halt ganz viel auf der Strecke. Und man kann, wie du sagst, man kann die Kinder nicht in die Schule schicken, man kann nicht vernünftig essen, man hat keine Zeit und ganz, ganz viele Dinge. Wie siehst du dieses Thema?
Absolut, sich genauso. Also wichtig ist, deswegen auch dieses T-Shirt von mir, Exit the Matrix, man muss die Matrix verlassen, man muss über den Tellerrand hinausschauen. Deswegen versuche ich ja auch diese verschiedenen Puzzleteile zusammenzufügen und verständlich zu übersetzen. Ich meine, ich habe 2,5 Jahre meiner Lebenszeit in dieses Buch investiert, weil ich glaube, das ist die Quintessenz meines Schaffens. Da steht alles drin, was du wissen musst, aber verständlich übersetzt. Also zum Beispiel die 5 wichtigsten Zyklen, die jetzt auf uns zukommen, weil ich glaube, wir alle, du, Felix, ich, aber auch die Zuschauer, wir verstehen ja, wir spüren ja intuitiv, dass wir momentan in einer historischen Zeitenwende uns befinden, dass das System da draußen aus den Fugen geraten ist. Und dieser Paradigmenwechsel, der findet statt. Und den habe ich hier im Buch adressiert und zwar so verständlich übersetzt, dass es jeder verstehen kann, auch eine Anleitung mitgegeben, wie kann ich mich mental, aber auch monetär darauf vorbereiten. Weil wir werden in den nächsten Jahren die größten Verwerfungen erleben, die wir zu unserer Lebzeit noch nie gesehen haben. Wir sehen doch die Kriegsrhetorik, die momentan kommt. Warum? Es geht immer ums Geld. Ich habe drunter geschrieben, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst. Weil Geld kommt und geht, also Geldsysteme, die der Mensch erschafft. Ja? Die Werte bleiben erhalten, aber der Mensch kreiert Geldsysteme, die nach 80 bis 100 Jahren einfach busto gehen, also pleite gehen. Und dann leiden die meisten darunter, die nicht vorbereitet sind. Und es ist essentieller denn je, sich jetzt aktiv um diese Zyklen zu kümmern, weil wir alle sind natürlich von Zyklen abhängig. Egal ob Ebbe und Flut, Tag und Nacht, gut drauf, schlecht drauf, jung und alt. Wir sind von Zyklen beeinflusst. Und jetzt kommen verschiedene Zyklen gerade alle übereinander und deswegen ist es da draußen auch so volatil und so verrückt. Deswegen gab es ein Attentat auf Fico, deswegen gab es ein Attentat auf Trump, deswegen haben wir Krieg in Europa, deswegen haben wir die unfähigsten Politiker, die wir jemals hatten, in Berlin sitzen. Deswegen sehen wir immer mehr Überwachung, digitaler Euro soll kommen. Wir hatten deswegen auch die Corona-Krise, die Maßnahmen, die ja jenseits von Gut und Böse waren. Und dieses Puzzleteil versuche ich halt so zusammenzuführen. Und deswegen ist es mein Anliegen, alle Menschen zu informieren, weil diesen Wissensschatz, den braucht jeder, um sich jetzt genau darauf vorzubereiten, was kommen wird. Und wenn du nicht das machst, dann wirst du in die Röhre schauen, weil wir, wie gesagt, wir sehen doch und wir spüren, dass es da draußen gerade wirklich fuchsteufelwild ist. Ja, dass wirklich die Welt kurz vor einem Krieg steht sogar. Wann hat zum letzten Mal irgendwie eine Bundesregierung so eine Kriegsrhetorik an den Tag gelegt? Und der beste Beweis eigentlich für diese Zeitenwende, in der wir uns befinden, ist ja, dass die Partei, die Grünen, die ja auch viele spirituelle Menschen früher gut geheißen haben und sogar gewählt haben, inklusive mir, ja, dass die auf einmal, die für Frieden standen, die Ostermärsche organisiert hatten, die gegen Krieg waren, gegen Pershings, gegen Atomkraft, gegen NATO und so weiter und Atomwaffen, die jetzt auf einmal am lautesten nach Krieg schreien. Und das ist das Orwellsche Prinzip von 1984. Frieden ist Krieg und Krieg ist Frieden. Die Lüge ist die Wahrheit und die Wahrheit ist die Lüge. Alles ist auf den Kopf gestellt. Und das ist das Krasse. Diejenigen, die jetzt sich für Frieden stark machen, die werden diskreditiert und diffamiert. Das sind die Bösen. Ja? Und jetzt siehst du, wie verrückt die Welt geworden ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich jetzt dafür stark macht, für die Menschlichkeit, für den Frieden, für die Spiritualität, für die Gesellschaft generell und trotzdem den Mut hat, das zu sagen, was man denkt. 60% der Deutschen, Felix, 60% der Deutschen trauen sich nicht mehr, das zu sagen, was sie denken, weil sie Angst haben, diffamiert zu werden oder Repressalien zu erleiden. Ganz ehrlich, davon lebt die Demokratie. Wenn wir nicht mehr den Mut haben, andere Meinungen zu akzeptieren, sondern die totcanceln, was ja passiert seit Corona, Flüchtlingskrise und Eurokrise und Atomausstieg und so weiter, dann haben wir keine Demokratie mehr. Und ich liebe die Demokratie und die Demokratie war für uns das Beste, was uns je passieren konnte. Und wir dürfen nicht jetzt in irgendwie eine Art Faschismus, und zwar egal ob links oder rechts, reinrutschen. Und deswegen müssen wir auf die Hinterbeine stehen und den Mut haben, unsere Meinung zu äußern. Und jeder von euch, jeder von uns sollte sich jetzt stark machen, um aus diesem Hamsterrad, das Sklavenrad eigentlich rauszubekommen. Weil das jetzige Geldsystem, wie wir es jetzt haben, deswegen ist Bitcoin so wichtig, deswegen habe ich das Buch darüber geschrieben, unter anderem, habe versucht, Bitcoin verständlich zu erklären. Unser jetziges Geldsystem versklavt uns alle. Dich, mich, die Zuschauer, jeden von uns. Weil durch dieses Geldsystem, wo uns die Kaufkraft genommen wird, also nochmal, das Wichtigste ist zu verstehen, du, ich, wir alle investieren das Raste, was wir besitzen, nämlich unsere Lebenszeit, um Geld zu verdienen. Und diese gespeicherte Lebenszeit wird uns dann genommen durch Abgaben, durch Steuern, aber auch durch Inflation. Wir alle haben doch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gesehen, alles wird teurer. Stromrechnung, Tankrechnung, Einkäufe, Apotheke, alles ist teurer geworden. Das heißt aber, uns wird Kaufkraft gestohlen. Damit wird uns Lebenszeit gestohlen, Felix. Lebenszeit, die wir gespeichert haben in Geld. Und das ist asozial. Da muss man sich wehren dagegen, weil die ist definitiv weg. Die ist irgendwann zu Ende. Und aus dem Grund ist das jetzige Geldsystem eigentlich, weil es immer Kaufkraft uns nimmt,
zu bekämpfen, weil es versklavt uns, weil wir müssen immer schneller im Hamsterrad rennen, wir müssen noch mehr Geld verdienen, wir müssen noch einen Zweitjob annehmen an der Tanke, wir müssen noch mehr sparen, können gar nicht mehr uns frei kreieren. Wer hat denn noch Zeit, ein kritisches Buch zu lesen, nachzudenken, Müßiggang zu gehen oder dieses Video hier anzuschauen, was so essentiell ist? Gar keine Zeit, weil wenn du jetzt irgendwie, sag mal, du hast eine Familie mit zwei Kindern oder so, beide arbeiten in der Zwischenzeit, beide müssen arbeiten in der Zwischenzeit und dann was ich, der Junge will dann irgendwie ins Fußball, dann muss er ins Reiten fahren, Ballett etc. pp., Pfandflaschen abgeben, Zalando-Päckchen abholen von Amazon oder was auch immer. Du bist nur noch im Stress, du hast gar keine Zeit mehr, irgendwie kritisch zu sein. Und das wollen sie ja auch. Divide et impera, praktisch teile und herrsche. Das heißt, sie wollen jede Woche ein neues Sau durchs Dorf treiben, damit du abgelenkt bist durch Brot und Spiele und gar keine Zeit hast, irgendwie vielleicht revolutionäre Gedanken zu entwickeln oder vielleicht mal die Regierung kritisch zu hinterfragen, weil du bist dann froh, wenn du am Wochenende todmüde aufs Sofa fällst. Ach, EM-Spiel kommt auch, mache ich an. Und dann schläfst du irgendwie sabbernd ein um 8:30, weil du nicht mehr kannst. Und das ist leider die traurige Realität im Moment. Parallel werden wir durch die Medien einseitig informiert. Und das haben die Menschen ja auch langsam begriffen, dass wir hier angelogen werden. Und die Frage, die sich jetzt jeder stellen muss, wenn wir in den letzten Jahren genau von denen, also Medienvertretern, die sich moralisch überhöht sehen mit egal welchem Thema, Klima, Corona etc. oder halt dann auch Politiker, die uns nachweislich angelogen haben. Wer kann denn erwarten, dass die in Zukunft ehrlich zu uns sind und vor allem das Beste für uns wirklich im Herzen tragen? Haben sie nicht. Haben sie nicht. Und deswegen dürsten die Menschen nach Authentizität, nach Ehrlichkeit, nach Tacheles. Das begründet unter anderem wahrscheinlich auch meinen Erfolg, weil ich bin keiner Partei verhaftet. Ich gebe ein Angebot ab, ihr könnt es annehmen, müsst aber nicht. Mir ist es völlig egal, mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn jemand sagt, ich mag den nicht, ich habe eine andere Meinung, ich sehe es anders und so weiter. Völlig okay. Ich kann damit leben, weil ich kann auch andere Meinungen akzeptieren. Davon lebt die Demokratie, weil ich bin noch in der pluralistischen Gesellschaft groß geworden. Und andere Meinungen waren willkommen, weil ich will mich ja auch weiterentwickeln. Aber das ist ja gar nicht mehr draußen. Du musst ja draußen immer nur für ein Thema sein, du musst dem Narrativ entsprechen und dann bist du genormt und dann passt es. Ne? Schön Deutsch, DIN A4, hier, da musst du rein in die Norm und wenn nicht reinpasst, wirst du gecancelt. Und deswegen ist es so wichtig für jeden von uns, das Geldsystem zu verstehen und auszubrechen, weil im jetzigen Geldsystem werden wir alle ärmer, es wird Altersarmut kommen, haben gar keine Zeit mehr, Müßiggang in Muße zu gehen oder mich zu entwickeln, persönlich zu entwickeln oder auch was für die Gesellschaft zu machen, weil jeder denkt nur an sich, weil wir leben nicht mehr miteinander. Wir leben vor Corona schon nebeneinander durch das Geldsystem, weil es unmenschlich ist, aber seit Corona und in den letzten Jahren sogar gegeneinander und es ist gewollt, meiner Ansicht nach. Wie gesagt, das mich gar nicht überzeugt, wenn es nicht so ist, aber die Entwicklung habe ich in den letzten Jahren gesehen und noch nie war die Gesellschaft so gespalten wie jetzt. Wir dürfen uns einfach nicht spalten lassen, weil wir sind eine Spezies, wir sind alle aus Fleisch und Blut, wir können alle Liebe und Empathie empfinden und wir müssen uns wieder zusammenrotten als Menschheit, um die vielleicht globalen Probleme zu lösen, aber auch um eine bessere Zukunft zu gestalten. Nicht nur für uns, sondern auch für die Kinder und Kindeskinder, denen sind wir es auch schuldig. Und die Möglichkeit ist jetzt da, weil jetzt öffnet sich ein kurzes Fenster der Zeitenwende und jetzt werden die Karten neu gemischt und jeder kann daran partizipieren oder einfach so weitermachen wie bisher, aber dann wird er leider durch den Tsunami an akkumulierten Krisen überrollt werden. Oh, jetzt habe ich aber echt einen Rant abgefeuert, sorry Felix. Hey, aber das war jetzt gerade, das war ich gerade on fire und deine Frage war so gut. Auf jeden Fall richtig cool. Also ich freue mich immer, wenn sowas ist und ich will den Flow niemals unterbrechen. Also du hast gerade viele richtig coole Sachen gesagt und eine, wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde, weil das ist jetzt genau der Punkt, wo ich auch denke, da müssen wir jetzt wirklich hinschauen. Und du hast gesagt, jetzt öffnet sich ein kurzes Zeitfenster. Und es ist ja schon vieles geplant und wir haben auch viele Zukunftsszenarien, die überhaupt nicht rosig aussehen. Und es ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich, dass vieles davon real eintritt, aber trotzdem haben wir jetzt ein Zeitfenster, was wir nutzen können. Warum würdest du sagen, besteht jetzt so ein kurzes Zeitfenster und warum ist das nicht ewig? Ich habe das schon häufig in meinem Leben gesehen. Es ist manchmal so ein Moment und ich habe eine ganz kurze Geschichte. Gerne. War mal ein spiritueller Meister und der hat zu seinen Schülern gesagt: Hier, das ist in Südfrankreich gewesen, hier ist jetzt Land. Und das ist so günstig, ihr werdet das nie wieder so günstig kaufen. Wenn ihr jetzt Land kauft, dann können wir hier ein ganzes Dorf aufbauen. Das war damals noch in der Steppe. Heute, also die haben das dann teilweise gemacht, aber nicht so wirklich gemacht. Heute ist da eine Gated Community, wo nur Villen stehen. Und da habe ich gesehen, wow,
Damals gab es dieses Land für fast nichts. Also man hat einfach, das war unbebaut, da war keine Straße hin, da war nichts. Und da hätte man ein richtig geiles Dorf aufbauen können. Heute, das ist nicht viel später, 60, 70 Jahre später, sind da gated Communities und du musst Millionen hinblättern, um dieses Land zu kaufen. Und da habe ich gesehen, es gibt Zeitfenster, die real sind, da bietet es sich die Möglichkeiten, die sind kurze Zeit später überhaupt nicht mehr da und lange Zeit später sind die so komplett im Gegenteil. Da hast du vorher hast du irgendwie ein paar Euro für einen Hektar, für einen Quadratmeter bezahlt und später zahlst du Hunderte oder Tausende. Wenn du das jetzt so siehst, das ist, glaube ich, für alle sehr verständlich, sind wir in so einer Zeit, wo wir jetzt einfach handeln müssen, wenn wir das nutzen wollen und später ist es einfach so, dass man denkt, boah, wieso konnte ich das nicht sehen? Jetzt denke ich mir auch so, hätten die das damals gekauft, wie geil wäre das so? In Südfrankreich jetzt so ein richtig großes spirituelles Dorf, aber in dem Moment ist es manchmal schwer zu sehen. Ja gut, also es gibt die Zyklen, die ich im Buch beschreibe, die sind ja nachweislich. Es ist zum Beispiel der Generationenzyklus, den wir gerade erleben, der ist unterteilt nach den vier Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich möchte kurz ein Beispiel nennen. Winter ist immer die trostloseste und kritischste, gefährlichste Zeit. Also zum Beispiel, wenn du auf Game of Thrones gehst, da heißt ja Winter is coming. Da kommen die White Walkers, die Zombies, da kommt wirklich Tod und Verderben. Und es ist ja so, weil Winter bedeutet ja, die Natur stirbt ab. Alles wird ruhig, der Schnee ist über der Landschaft, man regeneriert sich einfach. Also es ist eigentlich auch tot, ne? Also wie der Herbst mit Winter ist sozusagen die Kombination aus Tod. Und dieser Zyklus. Zum letzten Mal im Zweiten Weltkrieg hatten wir den letzten Winter. Das war praktisch dann das Fundament. Und danach kam dann ab 45 nach Kriegsende, kam dann der Frühling. Und hatten wir auf einmal dieses Aufbäumen. Wir hatten dieses Wirtschaftswunder in Deutschland, Made in Germany. Deutschland ging so gut wie noch nie. Millionen Gastarbeiter reingeholt, 100% Beschäftigungsquote. Wir hatten einen Wohlstand. Und so pervers es klingt, Felix, muss ich immer wieder erwähnen, um diese Zyklen zu erklären. So pervers es klingt, aber der Zweite Weltkrieg war ja das Fundament für den Wohlstand, in dem wir jetzt leben. Weil der Mensch lernt ja durch Krisen, ne? Also jeder von uns kannst du auch in deine eigene Biografie schauen. Wann hattest du den größten Lerneffekt, als du zum Beispiel pleite warst? Hast du gemerkt, ja, scheiße, ich kann nicht umsonst arbeiten, ich muss ja auch irgendwie meine Kinder ernähren, was zum Essen kaufen, Rechnungen bezahlen. Und deswegen, der Mensch lernt durch Scheitern. Und seit jeher ist die menschliche Evolution eigentlich davon geprägt, dass sie Krisen nutzt. Wenn der Mensch mit dem Rücken zur Wand steht, dann hat er das kreativste, innovativste Wesen an sich generell. Dann wird er brillant, dann wird er wirklich brillant. Das kann jeder bei sich selbst beobachten. Du hast im Leben immer zwei Entscheidungen. Wenn es dich auf die Schnauze haut, wenn du auf den Arsch fällst, entweder aufstehen, weitermachen und aus den Fehlern lernen oder einfach weiter wie bisher und tausendmal den gleichen Fehler machen, so wie die Bundesregierung. Ja, also dann ist es so. Aber die meisten und die Geschichte der Menschheit ist geprägt, wie gesagt, und die Evolution von Krisen, die man meistert. Und das ist genial. Ohne diese Krisen hätten wir kein Rad erfunden, kein Feuer erfunden, hätten nicht gekocht, hätten nicht Medizin entwickelt oder ebenso Auto und Internet. Deswegen, Krisen sind tatsächlich essentiell. Wir sollten Krisen umarmen. Und jetzt sehen wir ja seit Jahren eine Akkumulation von verschiedensten Krisen. Und die Politiker, die in der alten Welt mit dem Mindset leben, denken, sie könnten diese Krisen einfangen und machen sie nur noch schlimmer. Und diese Krisen sind nicht einzufangen. Wir leben gerade in diesem Paradigmenwechsel. Dieser Paradigmenwechsel wird kommen. Wir werden auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden durch diese Krisen und werden unglaublich innovativ werden. Die ersten Ausläufer sehen wir doch schon. Künstliche Intelligenz, auf einmal ist sie da, ja? Oder Digitalisierung, Computer, Handy, dass ich mit diesem Ding auf einmal Schreibmaschine, Faxmaschine, Pornos, alles habe ich da drin, ja? Also genial, ja? Also was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Wir nehmen momentan mehr Informationen an einem Tag auf, wie Menschen vor 100 Jahren in ihrem ganzen Leben. Also wir können nur dankbar und demütig sein, dass wir in den Zeiten wie diesen leben. Also jeden Tag sollte man erstmal sagen, nicht sagen, ach, das ist alles so scheiße, sondern hey, wie geil, dass ich jetzt gerade lebe, egal wo man steht. Aber man sollte immer positiv denken. Und es ist ein Geschenk tatsächlich. Es gibt einen Grund, warum wir jetzt hier sind in dieser Zeitschleife und nicht irgendwie in der vorherigen Inkarnation, weil wir jetzt da sein müssen, weil jetzt geht es darum, die Karten neu zu mischen. Jetzt haben wir dieses Zeitfenster und diese Zeitfenster, wie gesagt, unterteilt nach Jahreszeiten, dauern so 25 Jahre, ungefähr 20 bis 25 Jahre. Dauert eine Episode im Generationenzyklus. Wie gesagt, ich habe es, wer es nachlesen möchte, ich habe es hier explizit nochmal erklärt und dann kann man das auch nachvollziehen. Und dann kam praktisch 25 Jahre Frühling. Da hatten wir von 45 bis 70 ging es aufwärts. Dann kamen die ersten Krisen in den 70er Jahren. Das war dann praktisch dann so der Sommer. Das heißt, es war am Blühen und es ging sehr, sehr gut, aber es kamen schon die ersten Krisen. Und dann hatten wir da 25 Jahre oder 20, 25 Jahre bis in die 90er ging es richtig gut aufwärts. Und dann kam so
Der Herbst, ja, von 90 bis 2015 ungefähr, ja. Und jetzt sind wir halt mittendrin im Winter, seit 10 Jahren eigentlich, oder vielleicht sogar schon länger. Also manche sagen, seit der Finanzkrise hat der Winter begonnen. Das sind immer so Überbleibsel oder so, es überschneidet sich ein bisschen. Und jetzt sind wir halt mitten im Winter. Und Winter bedeutet Vernichtung, Zerstörung von Altem, Zöpfe abschneiden, aber auch praktisch die Ebenung oder das Erstellen eines neuen Fundaments, eines neuen Narrativs. Und das würde zu den nächsten Jahren passieren. Ich glaube, wir sind jetzt im 10. Jahr, 15. Jahr ungefähr noch 5 bis 10 Jahre, weil, wie gesagt, ein Zyklus, eine Jahreszeit dauert 20 bis 25 Jahre. Und dann werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren in einer neuen Welt leben. Ich glaube, wir können es momentan noch gar nicht ausmalen, weil wir ein Primatengehirn haben, was in den nächsten Jahren exponentiell passieren wird. Auch die Technologie hat sich ja exponentiell entwickelt. Und genauso wird sich auch die Menschheit und die Evolution in den nächsten 5 bis 10 Jahren also wirklich exponentiell entwickeln. Und deswegen sage ich einfach, die nächsten 5 bis 10 Jahre werden entscheidend. Wir können entscheiden, wollen wir jetzt in den Krieg ziehen, wie es alle sagen, oder entscheiden wir uns für Frieden? Wollen wir in der alten Welt bleiben oder sagen wir nein? Weil wir stehen jetzt eigentlich an dieser Wegscheide im Wald und links ist ein Weg, der ist ausgetrampelt, den sind wir schon 100 Mal gegangen. Aber der führt direkt in den Abgrund. Das ist keine Lösung. Und der andere Weg, die Alternative, die gibt es nicht. Deswegen sagen ja alle Protagonisten, die im jetzigen System auf dem Ast sitzen, und die wird ja nicht an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, ja, wir müssen mit den alten Weg gehen. Diesmal klappt es garantiert mit dem Sozialismus. Diesmal funktioniert Kommunismus. Diesmal können wir mehr umverteilen. Diesmal können wir Krisen durch Gelddrucken besiegen. Nein, du hast noch nie Krisen durch Gelddrucken oder Wohlstand durch Gelddrucken erzeugt. Sonst könntest du ja auch durch Diplome irgendwie, wenn du einfach Diplome angeben verteilst, sagen, wir haben jetzt 1000 Akademiker. Nee, bringt auch nichts, ja. Also Fakt ist, wir müssen neue Wege beschreiten, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und hat Angst, neue Wege zu beschreiten, weil der neue Weg ist nicht da. Und der sieht gefährlich aus. Da ist es dunkel, da gibt es auch keinen Strom, keine Lampen, da sind irgendwie Schatten zu sehen. Und der Mensch ist halt ein Heimscheißer, ja, muss man halt einfach so sagen, hat keinen Bock, irgendwie jetzt irgendwie Stress auf sich zu nehmen, aber wir werden gezwungen werden durch die äußeren Umstände. Ich glaube, wir alle spüren das. Und deswegen, wer jetzt raus aus der eigenen Bubble geht, wer jetzt raus in den Schmerz geht und den Mut hat, das zu machen, der wird natürlich belohnt werden, wenn man praktisch ein, zwei Schritte vorher geht, bevor der Rest vom Fest kommt. Fakt ist, der Mensch braucht diese Katharsis, weil es gibt halt keine Heilung ohne Schmerzen. Und die Schmerzen werden ja immer größer. Wir sehen ja die Kollateralschäden, egal ob Kriege, Finanzkrisen, Inflation oder was auch immer, Flüchtlingsbewegungen und so fort. Das heißt, wir werden jetzt durch die Fehler, die wir machen, und umso länger wir am alten System festhalten, umso größer werden halt die Kollateralschäden. Sehen wir jetzt schon, ne? Also Schulden steigen, mehr Kriminalität, was ich, Messerstechereien, populistische Parteien, die stärker werden und so weiter. Und das sind alles nur Begleiterscheinungen, Kollateralschäden. Und wie gesagt, das hat mit der spirituellen Sache nicht viel zu tun. Aber es ist halt Begleiterscheinung. Und da müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir den Mut haben, den neuen Weg zu gehen. Und jeder, der jetzt sagt, okay, das Zeitfenster möchte ich nützen, der muss sich jetzt hinsetzen, der muss vielleicht mein Buch lesen, dieses Video teilen, versuchen nachzudenken, wie möchte ich mich auf diese neue Situation, diese neue Weltordnung vorbereiten. Und jeder kann das noch, weil das Zeitfenster ist noch offen. Du kannst noch aus der Matrix, wie gesagt, deswegen ist das T-Shirt so wichtig, aus der Matrix raus gehen und versuchen, dich neu zu erfinden, dich neu aufzustellen, weil wenn du nicht aufgestellt bist, dann wirst du von dem Tsunami an Veränderungen überrollt werden. Und da werden manche auch, also weil, nochmal, ich möchte es ganz drastisch darstellen, die Welt, in der wir leben, ist eine Lüge. Und ich glaube, viele werden, wenn der Tag des Erwachens, des Aufwachens kommt, die werden merken, ja scheiße, ich habe mein ganzes Leben in einer Lüge gelebt. Die werden wahrscheinlich entweder verrückt werden oder aus dem Fenster springen. Und das gilt es zu verhindern, dass wir sie peu à peu dahin führen und sagen, Leute, hier ist die Wahrheit. Und jeder muss sich, nicht, dass ich die Wahrheit gepaart habe, aber jeder muss da reinfühlen und sagen, okay, und wir beide geben jetzt nur ein Angebot ab. Du kannst es annehmen als Zuschauerin oder Zuschauer oder auch nicht. Aber der Wandel kommt, das ist hundertprozentig. Wenn wir in 5 oder 10 Jahren hier sitzen und es ist passiert, dann werden wir sagen, damals haben wir es gesagt. Und deswegen sollte jeder einfach mal nachdenken, kann das sein, was der Marc da sagt oder der Felix sagen, und ja, ich spüre das auch, dann macht bitte was. Wenn ihr nur den leisesten Zweifel daran habt, dass da draußen was aus den Fugen gerät, dann werdet bitte aktiv. Und wenn ihr es erkannt habt, wenn ihr die Matrix verlassen habt, dann bitte werdet Multiplikator. Versucht so viele Menschen oder Seelen zu retten, wie nur möglich. Jedes Herz, jeder Mensch, jede einzelne Seele zählt für die Erneuerung der Menschheit. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt an so einem wichtigen Punkt sind, dass wir nach diesem
Krisenmodus in einer komplett neuen Zeitrechnung aufwachen werden. Das ist dann tatsächlich möglich, dass wir dann in einer komplett friedlichen Welt, und zwar nicht nur für 50, 70 Jahre mit dieser Friedensdividende leben werden, sondern dass wir weltweit in einer neuen Zeitrechnung leben werden, für Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren, in einer goldenen oder orangenen Zukunft, wie ich es nenne im Buch. Weil in Zukunft werden wir erkennen, es geht nicht darum, welche Sexualität gehst du nach, welche Religion, welche Hautfarbe, welcher Fußballverein. Wir werden einfach erkennen, hey, wir sind eine Spezie und wir müssen alle in einem Strang ziehen, um eine bessere Welt zu generieren. Und es geht nur, wenn wir als Menschheit zusammenstehen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die uns eigentlich spalten, wie Religion, Sexualität, Parteien, Fußball, Brot und Spiele, das werden wir löschen. Und wir werden dann auch mehr als nur 5% unserer Gehirnmasse verwenden, sondern wir werden wieder sichtbar werden, werden das dritte Auge verwenden, wir werden wieder die Herzensliebe erkennen und werden merken, worum geht es überhaupt. Wir werden wieder mehr Menschlichkeit ins System implementieren müssen, in der Wirtschaft, im Geldsystem, überall. Und wir werden merken, Liebe ist wirklich die Energie, die weltweit vorhanden ist. Weil ich habe es im Buch ganz klar beschrieben, es gibt drei Sachen, die die Menschen weltweit verbinden. Zwei habe ich schon erwähnt. Wir sind aus Fleisch und Blut und wir können Empathie und Liebe empfinden. Und die dritte Sache ist Geld. Wer hätte das gedacht? Wir haben weltweit, Felix, weltweit haben wir das gleiche Geldsystem. Obwohl wir nie dafür demokratisch gewählt haben. Und zwar egal, ob du in Indonesien sitzt oder in Brasilien oder in Deutschland oder England. Wie kommt das zustande? Ja, es wurde einfach uns aufdoktriniert. Das war von oben gewollt, nicht von oben von der spirituellen Oberheit, sondern von denjenigen, die daran profitieren, der Geldelite. Und das gilt jetzt zu durchbrechen. Und deswegen kam Bitcoin zum absolut richtigen Zeitpunkt, weil Bitcoin ist das allererste, ich finde, also Bitcoin ist ein Geschenk des Himmels, möchte ich erstmal sagen. Und es geschieht auch nicht ohne Grund, dass es jetzt in diesem Wintermodus kam, in der Krisenzeit, weil neue Geldsysteme werden immer in Krisen geboren. Zum Beispiel 1944, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, wurde der Goldstandard implementiert mit dem US-Dollar. Und jetzt 2008, während der Finanzkrise, hat Satoshi Nakamoto, der Erfinder, der Gründer von Bitcoin, den keiner kennt, der sehr ominöses, die Geschichte habe ich im Buch explizit erklärt, kam er raus und hat anonym gesagt, hier ist ein besseres Geldsystem, was zum allerersten Mal Geld und Staat trennt. Und das ist essentiell, weil wir alle wissen, der Staat kann mit Geld nicht umgehen, er ist strukturell gierig und braucht immer mehr Geld, immer mehr Abgaben von seinen Bürgern. Und das hat er erkannt. Und ich habe das im Buch genauso erkannt. Ich habe mir einfach mit meinem Co-Autor Florian Kössler 2000 Jahre Geldgeschichte angeschaut und siehe da, Felix, das schwächste Glied in der Kette, warum Geld immer stirbt, ist der Mensch. Egal ob Kaiser, Diktator oder demokratisch legitimierter Politiker, alle sind sie menschlich. Alle sind sie korrupt oder schwach oder inkompetent, starten Kriege oder Bürgerkriege oder was auch immer, machen sich selber die Taschen voll und dann schadet das Geldsystem. Und deswegen hat Satoshi Nakamoto das schwächste Glied der Kette, den Menschen, aus seiner Gleichung rausgenommen und hat Staat und Geld getrennt, so wie Martin Luther Kirche und Staat getrennt hat, um es besser zu machen. Und es funktioniert. Das heißt, hinter Bitcoin steckt keine SPD, was sehr gut ist, weil Sozialisten können mit Geld nicht umgehen, brauchen immer mehr Geld von Menschen. Es steht keine Partei dahinter, keine Zentralbank, keine planwirtschaftliche Organisation, die wir nicht gewählt haben, sondern es ist das menschlichste, demokratischste, grenzenloseste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat, und es ist limitiert. Und aus dem Grund muss sich jeder damit beschäftigen. Und deswegen kam es genau jetzt, weil genau das brauchen wir für die Zukunft. Ein Geldsystem, was weltweit ausgerollt werden kann, ohne dass wir irgendjemand nach Erlaubnis fragen müssen und dass nur irgendwie die Geldelite davon profitiert. Also, ich sehe schon, du bist richtig begeistert davon. Wir werden da gleich auch drauf eingehen. Ich will noch vorher einmal gerne auf diese Geschichte eingehen, weil ich habe das jetzt in deinem Buch gesehen und es sind so häufig um die 100 Jahreszyklen. Das Spanische Königreich von 1530 bis 1640, Niederlande von 1640 bis 1720, Frankreich 1720 bis 1815, dann Großbritannien 1815 bis 1920 und jetzt Vereinigte Staaten von Amerika 1920. Jetzt haben wir 2025. Also ist das so in deiner Meinung nach, dass es immer so startet mit dem Frühling, dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter und dann kommt der Zusammenbruch der einen Macht und dann wird das auf eine andere übertragen. Die fängt wieder vorne an, geht wieder den gleichen Zyklus durch, macht wieder dieselben Fehler und wieder von vorne und wieder von vorne. Und wir sehen da jetzt Spanien, Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Amerika fünfmal in jeweils denselben Zyklen. Wiederholt sich das Schauspiel einfach immer wieder? Genau, weil nicht die Geschichte wiederholt sich, sondern der Mensch tut immer das Gleiche. Das Problem ist, Felix, dass diejenigen, die letzte Krise erlebt haben, also den Zweiten Weltkrieg, also aktiv erlebt haben, die sind nicht mehr da.
Die ist nicht mehr da. Es ist vergessen. Das ist vergessenes Wissen. Genauso wie wir wissen nicht, wie war es vor 5 oder 10 oder 20.000 Jahren. Ich meine, auch die Archäologie zum Beispiel muss ich eigentlich immer selbst neu erfinden, sobald irgendwas ausgegraben wird. Man merkt einfach, ja, scheiße, den Menschen gibt es ja schon länger als, was ich, wie viel tausend Jahre und vielleicht war davor schon was und vielleicht ist die Sphinx doch älter als 5.000 Jahre und so weiter. Deswegen. Wir wissen es nicht mehr. Erstens sind wir auf der einen Seite natürlich geschichtsvergessen und wir haben diese Krise nicht erlebt. Wir denken, die Welt wird immer weiter so sein wie bisher. Wir sind ja in der besten Zeit eigentlich aufgewachsen, haben diese Friedensdividende des Zweiten Weltkriegs aufgefäschpert und können uns aber gar keine Krisen vorstellen, weil wir hatten ja nie wirklich Krisen in Deutschland. Wir sind ja wirklich mehr als privilegiert in Europa als auch in Deutschland. Und diejenigen, die den Krieg halt noch aktiv miterlebt haben, die uns davor gewarnt haben, wie mein Großvater, die sind nicht mehr da. Und jetzt erleben wir ja auch dann diesen neuen Zyklus der spätrömischen Dekadenz, der ja auch für den Winter spricht. Ja, auf einmal sprechen wir ja über 78 Geschlechter oder ich kann einmal pro Jahr mein Geschlecht wechseln oder wichtig sind jetzt Pronomen oder wir müssen das Klima retten. Also eine absolute Hybris und Arroganz, die wir an den Tag legen, dass wir sagen, wir könnten die Natur unterjochen, wir sind die Krone der Schöpfung. Ja, Pustekuchen, wir sind dann ein Hochwasser, ein Regen und dann zeigt wieder die Natur, wer hier Herr im Hause ist. Und das sind halt Indizien dafür, dass wir jetzt am Ende des Zyklus sind, dass wir denken, wir wären, also dass wir uns verzetteln in irgendwelchen Scheindebatten, die aber nichts beitragen in der menschlichen Entwicklung, nichts beitragen im Wohlstand oder die auch kein Brot auf den Teller bringen. Also das sind einfach dann so spätrömisch-dekadente Erscheinungen und das sind immer Alarmsignale, dass wir wissen, okay, jetzt dauert es nicht mehr lange, jetzt sind wir schon am Ende des Zyklus, bald knallt es richtig. Und da geht es auch nur um Spaltung natürlich. Ne? Bist du jetzt, verwendest du Pronomen ja oder nein? Das sind natürlich Luxusprobleme, die jetzt den normalen Menschen da draußen nicht tangieren. Das sind Minderheitenprobleme. Und die werden auch so hoch aufgebauscht, um noch mehr Spaltung voranzutreiben. Weil im Endeffekt, ich kenne niemanden, der irgendwie gendert oder so. Ja, also kenne ich niemanden. Nicht mal meine Frau, die wirklich emanzipiert ist, gendert oder so. Ja, und im Übrigen bedeutet ja auch Feminismus, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Geschlechtern gibt. Das ist das Wichtigste. Es gibt es gibt Menschen, Punkt aus, nicht irgendwie Mann und Frau. Und ich hatte Bio-LK in Baden-Württemberg. Ich weiß, allein aus anatomischer Sicht, wenn du die Skelette anschaust, gibt es zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und selbst diejenigen, die sagen, sie möchten das Geschlecht wechseln, wollen ja auch nur zwischen Mann und Frau entscheiden, nicht irgendwie, ich möchte jetzt irgendwie XY werden. Deswegen habe ich auch das Angebot, wer mir ein Foto von einem fünften oder zwölften Geschlecht schickt, bekommt von mir Gold oder Bitcoin geschenkt. Jetzt haben wir gerade die Zyklen sind einmal durchgegangen. Und jetzt sind wir so am Ende des Zyklus USA, kann man sagen. Meinst du oder hast du eine Ahnung, was danach kommt? Ist was ganz Neues? Wird die USA sich nochmal neu erfinden? Momentan ist es ja noch so, es hängt ja noch alles am Dollar. Wird das alles umgeändert? Gibt es da mögliche Alternativen? China reden manche drüber. Oder gibt es da irgendwas ganz anderes? Oder ist das so ungewiss, dass wir sagen können, boah, in 5 bis 10 Jahren wachen wir auf und wir können noch gar nicht irgendwie abschätzen, was das ist. Oder es ist gar nicht auf ein Land bezogen, weil der Bitcoin, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, der ist ja momentan noch gar nicht auf ein Land bezogen, oder wenn ich das richtig sehe. Ja gut, Bitcoin ist ja sowieso global. Jeder Mensch kann an dem Bitcoin-Netzwerk partizipieren, weil er hat keine Vorurteile und ich brauche keine Erlaubnis von der Bank oder vom Staat. Das heißt, egal ob ich im Dschungel sitze oder auf der Almhütte in der Schweiz, ich kann Bitcoin kaufen. Das ist gigantisch. Deswegen ist es das demokratischste Geldsystem eigentlich. Aber ich glaube, das Ganze ist ja ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Felix. Ich befürchte, aber ich denke mal, die USA sind smart genug, dass sie auch zum zweiten Mal nacheinander sozusagen die Nummer 1 der Hegemon bleiben. Wir sehen ja, dass der Hegemon der USA angeschlagen ist, auch durch den Parkinson-kranken Präsidenten Joe Biden und dass natürlich auch die Gesellschaft in den USA durch das Attentat auf Trump natürlich hoch gespalten ist und sehr emotional toxisch aufgeladen ist. Aber ich sehe, Trump hat ja jetzt zuletzt Bitcoin auch umarmt, hat auch sogar Bitcoin ins Gespräch gebracht als Reservewährung. Dementsprechend könnte wahrscheinlich, wie ich es auch prognostiziert habe, das Land, was als erstes Bitcoin umarmt, also eines der größeren Länder wie die USA, natürlich auch die nächste Nummer 1 sein. Das heißt, China wird es nicht, weil die haben eine schlechte Demografie durch die Ein-Kind-Politik. Wir sehen aber, dass natürlich die BRIC-Staaten wie Indien, Brasilien, aber auch Russland und China sich natürlich emanzipieren und den Petrodollar in Frage stellen. Aber ich denke, momentan die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass der Dollar vielleicht sogar gebackt mit Gold und mit Bitcoin weiterhin die Nummer 1 bleiben wird. Und ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall werden die Karten komplett neu gemischt werden und werden in einer neuen Zeitrechnung aufwachen. Ich denke auch mal, wir können es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, gar nicht ausmalen, wie das Neue aussehen wird. Also ich glaube, wir sind noch zu sehr verhaftet in der alten Welt, die wir halt kennen aus der Gewohnheit.
Aber überleg dir mal, wenn jetzt zum Beispiel dein Urgroßvater heute hier wäre, dem würde die Birne explodieren, weil der könnte damit gar nicht umgehen, was wir hier machen. Ja? Wie kann es, der würde erstmal sagen, hä, was ist hier los? Warum ist da der Felix? Und wie redet ihr überhaupt? Und was sind das für Farben? Und was hat der, warum hat er so einen Anzug an? Geht er zur Konfirmation oder was? Aber ja, also das sind tausend Sachen, die er nicht backen könnte. Und deswegen, diese Entwicklungen sind ja immer exponentiell. Das menschliche Gehirn nochmal ist ein Primatengehirn. Das heißt, wir denken linear. Aber technische Innovation und vor allem Krisen und Zyklen sind exponentiell. Das können wir gar nicht verbacken. Deswegen können wir es uns gar nicht vorstellen. Und aus dem Grund wird es halt einfach sehr volatil, turbulent. Und ich glaube, wir werden alles erleben in den nächsten Jahren. Also ich kann mir alles vorstellen, dass wir Kontakt aufnehmen mit Aliens, dass wir Jesus 2.0 sehen, dass wir auf eine spirituelle neue Ebene katapultiert werden. Es wird alles passieren, dass wir auf einmal alle das dritte Auge wieder entdecken, was halt verschüttet war durch den ganzen Konsummüll da draußen. Und deswegen einfach freudig umarmen, jede Krise akzeptieren und als Chance sehen. Krisen sind Chancen. Das war der Titel von meines vorletzten Buches, die größte Chance aller Zeiten, das Buch war auch sehr spirituell, wo ich genau darauf hingewiesen habe. Und da hat noch mein Verlag gesagt, ja, Wirtschaft und Spiritualität passt nicht zusammen. Ich so, doch, gerade jetzt passt es rein. Ich habe ja versucht, in jedem Buch immer mehr davon reinzubringen, weil es ist ein Teil der menschlichen Seele. Und deswegen werden ja auch immer mehr Menschen wach. Ich meine, geh mal in eine Buchhandlung rein, wie viele Bücher da drin sind. Hier Selbstoptimierung, Coaching, find zu dir selber, Müßiggang. Also einfach, wie kann ich, weil die Menschen einfach diese Sinnlichkeit verloren haben. Der Mensch sucht die Sinnlichkeit und er hat keinen Sinn mehr, er sieht keinen Sinn mehr im Leben. Deswegen sind die Buchregale voll und die Bestsellerlisten mit irgendwie so Chaka-Chaka-Büchern. Ne? Brauchst du gar nicht. Du musst nur halt die richtigen Kanäle angucken, wie dein oder mein Buch lesen, dann passt es schon. Aber es liegt in uns drin. Ja? Wir alle haben diesen ungehobenen Schatz und müssen ihn praktisch nur heben und dann, es kommt automatisch. Also ich bin davon überzeugt, es werden mit jeder Krise werden ja mehr Menschen aus der Matrix rausgespült, weil sie das Jetzige einfach in Frage stellen, das ist genau richtig. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich denke, die USA wird weiterhin am Schalter bleiben. Okay, cool. Also ich finde es grandios, wie du das kombinierst und wie du auch die Spiritualität mit der Wirtschaftswelt kombinierst und da einfach den Menschen helfen willst. Und ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin ja schon viel bei YouTube unterwegs und mache das schon seit 4 Jahren. Und tatsächlich habe ich deinen Kanal erst vor kurzem entdeckt durch ein Interview mit Michael Nels, den ich interviewt habe. Und manchmal Okay. frage ich mich, wie das alles so funktioniert. Ne? Und du hast ja 450.000 Abonnenten. Du hast ja einen riesen Kanal. Aber die Welt ist so unglaublich groß und da sehen wir auch, was alles noch da draußen ist und wie viele von den jetzigen Zuschauern, die vielleicht noch gar nicht kennen und jetzt sehen, wow, da ist ja nochmal was Grandioses zu finden und nochmal ein geniales Buch, nochmal ein Mensch, der auf einer ganz anderen Ebene versucht, uns zu helfen. Ja. Und Ja. ja, der sagt gerne. Also Felix, ich würde jetzt gar nicht Trübsal blasen, sondern es gibt immer einen Grund, warum man sich trifft, warum wir uns erst jetzt treffen, warum vielleicht auch deine Zuschauer mich jetzt erst entdecken. Und ich freue mich natürlich über alle neuen Abonnenten. Also kommt rüber, klickt ein Abo, aktiviert die Glocke. Folgt mir natürlich auch gerne auf Twitter oder Instagram und so weiter. Du wirst sicherlich alles unten verlinken. Und es gibt einen Grund dafür. Also ich freue mich immer, ich sehe es als Chance, ich sehe immer es als Schicksal, dass Michael Nels und ich uns getroffen haben und sofort Klick gemacht hat. Oder dass wir beide uns jetzt auch sofort sympathisch gefunden haben und uns duzen und auf der gleichen Wellenlänge sind. Also es gibt immer einen Grund, warum man sich genau jetzt trifft und nicht erst in 5 Jahren oder warum es nicht schon vor 5 Jahren passiert ist. Ich sage dir eins, ich glaube auch erst, diese spirituellen Themen oder auch das Bitcoin-Buch. Ich meine, ich verfolge Bitcoin seit, oder Spiritualität schon natürlich mein ganzes Leben, aber Bitcoin seit 2013. Aber erst jetzt war die Zeit reif, dieses Buch zu schreiben. Und davor musste ich andere Bücher schreiben. Also es gibt immer einen Grund, warum man jetzt zum Beispiel, warum wir hier zusammensitzen. Es gibt auch einen Grund, warum du jetzt genau dieses Video gerade anschaust, lieber Zuschauer. Es gibt einen Grund dafür. Und jetzt muss man überlegen, welchen Grund und dann sich auch dann dem Gefühl ergeben und sagen, okay, entweder Ablehnung und sagen, nee, ich klicke weg und gucke mir das nächste auf YouTube an. Oh, guck mal, da gibt es das über, was ich, Olivenernte in Spanien oder hier das letzte EM-Spiel als Zusammenfassung. Oder man sagt, ah, okay, scheiße, klingt spannend. Ich abonniere, wenn man noch nicht Abonnent von dir ist, deinen Kanal, auch den Kanal von Marc und versuche mal weiter reinzugraben. Vielleicht höre ich mir das Buch von Marc an, vielleicht lese ich es auch oder was auch immer. Also dahingehend glaube ich, es gibt immer einen Grund, warum man sich genau jetzt trifft. Da bin ich absolut schicksalsergeben. Das ist alles, wie gesagt, muss so sein, wie es ist. Sehr gut. Also bin ich voll mit dir überein, stimme ich vollkommen zu. Jetzt lass uns über diese Bitcoin-Thematik noch ein bisschen reden, weil es einfach, ich glaube, viele Menschen interessiert, mich natürlich auch.
Ich habe bisher immer Gold als etwas ganz Solides, Sicheres angesehen. Und ich weiß, dass viele das bei Bitcoin sehen. Und ich dachte immer, Bitcoin, so, die Zeit ist schon vorbei. Also es ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist. 60.000 teilweise und so weiter. Und es ist so jung. Jetzt habe ich bei dir aber gesehen, du sagst, wir sind gerade erst am Anfang. Also Ja. magst du vielleicht mal kurz für all diejenigen, weil ich weiß, da sind einige dabei, die haben das jetzt schon mal hier peripher gehört, für all diejenigen sagen, was ist das Besondere an Bitcoin? Und dann auch, woran siehst du, dass das gerade erst anfängt, dass wir nicht schon auf dem Peak sind und viel zu spät einsteigen, wenn wir jetzt einsteigen? Hast du Bitcoin? Nee, tatsächlich habe ich. Okay. Ganz am Anfang, also wenn der Felix nichts von Bitcoin weiß, versteht, dann sind wir ganz am Anfang. Nein, erstmal geht es natürlich wirklich um Sentiment. Ich meine, man hat es in der Zwischenzeit vielleicht gehört, aber frag doch mal in deinem Bekanntenkreis rum, bei Freunden und so weiter oder Kollegen, wer Bitcoin versteht, wer es erklären kann, beziehungsweise wer Bitcoin tatsächlich besitzt. Und wenn es immer noch niemand ist, was meistens der Fall ist, dann sind wir immer noch ganz am Anfang. Und Bitcoin ist ja gerade mal süße 15 Jahre jung, ja, und hat es aber schon so weit gebracht, aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch relativ unbekannt. Und Bitcoin, wie ich vorhin schon erwähnt, ist die Lösung für vieles und tatsächlich das demokratischste, fairste Geldsystem, was wir jemals gesehen haben, was auch noch limitiert ist. Bitcoin ist das einzige Geld, was wir wirklich endlich benennen können. Wir wissen nicht, wie viel Euro die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber bei Bitcoin können wir durch den mathematischen Algorithmus, durch den Code, können wir tatsächlich sagen, dass wir bei knapp 21 Millionen Einheiten am Ende sind. Also das einzige Gut, was wir wirklich mit Ende benennen können. Und das ist gigantisch. Tatsächlich. Und es ist halt zum allerersten Mal ein Geld, was dem Menschen dient und was Staat und Geld trennt. Und alle anderen Vorzüge und alle Vorurteile, ne? Also all die Diffamierungsversuche wie, ja, Bitcoin verwenden nur Verbrecher und Steuerhinterzieher und Kriminelle im Dark Web und verbraucht unglaublich viel Energie, ist eine Umweltsau. All diese Mythen habe ich im Buch natürlich mit Daten und Fakten ausgehebelt. Und ich sage ganz klar, ich würde, was heißt immer, was ich Bitcoin verwendet, so viel Energie wie ganz Kroatien. Ja, stimmt, aber ich würde für ein besseres, faires Geldsystem, was nicht immer in Inflation, Bürgerkrieg und Krieg endet, würde ich sogar die Energie für ganz Europa opfern. Hauptsache, es schafft Frieden und Wohlstand für alle Menschen. Deswegen, hey, bin ich da absolut positiv gestimmt. Und all diese Punkte habe ich im Buch versucht, verständlich zu übersetzen. Und es ist mir wohl auch gelungen, weil jetzt sind wir in der fünften Auflage. Das Buch ist mein siebter Bestseller, Spiegel-Bestseller in Folge. Platz 1 bei Amazon, Platz 1 beim Manager-Magazin, Platz 1 beim Handelsblatt und so weiter. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, natürlich, klar, weil es mein eigenes Buch ist, aber weil auch so viel Liebe und Leidenschaft drinsteckt. Genauso viel Liebe, wie ich jetzt in diesem Interview hier rein investiere, ist auch im Buch drin, 2,5 Jahre tatsächlich Lebenszeit, weil ich glaube, es ist das wichtigste Buch oder vielmehr die Quintessenz meines Schaffens, was ich jemals geschrieben habe. Also, ich kann dir sagen, mich hast du überzeugt. Ich habe es auf jeden Fall bestellt. Yes! Also, ciao! Geil. Ich will natürlich Ja. auch hier unter dem Video verlinkt. Also, ich finde es immer grandios. Also, es gibt ja nichts Cooleres, als wenn ein Mensch einen sympathisch ist und dann einfach wirklich so viel Wissen in so eine komprimierte Form packt, das einfach anzunehmen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.